lieber. Kalter Tee, ne? So. Oh, wie geht's? Oh. Ah, Tom, okay. Bürotisch, brauchen wir nicht. Bürotisch klingt nach Arbeit. Zu Hause, oha. Claudi, mein Kind. Neulich, als ich mir Kaffee kochte, musste ich an dich denken. Als ich den Kaffee dann trank, war das der schlechteste Kaffee, den ich je hatte. Warum nur? Deine sentimentale Mama. Muss ich nicht verstehen. Ich glaube, ich werde mir da jetzt auch keine Gedanken drüber machen, was die Spielemacher sich dabei gedacht haben. Oder die Übersetzer, je nachdem. Man weiß ja nicht, ne? Lassen wir es einfach. Sonst kriegt man da noch Kopfauer von. So, jetzt gehe ich mal alles verscheuern. Weiß gar nicht, ist die Wutze eigentlich. Ne, die ist nicht an speziellen Orten, die ist einfach irgendwo, ne? Achso, ich habe ja keine Schaufel dabei. Immer noch der Wutz vor die Füße schmeißen, wenn es soweit ist, wenn ich sie finde, ne? Ja, ja, ja. Sehr schön. So. Da habe ich jetzt einen Betrag von um die 80.000 gemacht. Ich hatte ja irgendwas mit so 24 Quetschen oder so. Okay, 90.000. Und selbst wenn ich es nicht hätte, würde ich es nicht, weil das ist jetzt nicht. Das ist ein hübscher Schirm. Erinnert mich an diese Papierschirmchen, die man so hatte als Deko für irgendwelche Eisbecher. Putz. Ah, komm mal da. Und gleich mal hier. Obwohl. Könnte ich eigentlich so lassen, ne? Hallo, mein Kind. Es ist Sonntagmorgen, ich verkaufe nun schon seit über 60 Jahren Rüben. Ich krieg die Schau. Rüben, Schau guter Qualität. Soll ich dir erklären, wie das mit dem Rübengeschäft funktioniert? Ne.
Kenn ich. Oh, wirklich? Das ist gut. Nein, in meinem Alter kann ich ganz schön erschöpfend sein, so viel erklären zu müssen. Der Tagespreis war... Boah, 120 Sternis. Meine Fresse. Na, Wahnsinn! Du kaufst 100 Rüben. 12.000 Sterne, bitte. Kriegen wir auch ein schönes Quadrat, ne, mit neuen Bündeln. So, jetzt habe ich vergessen zu zählen. Ist das jetzt der sechste Bündel oder schon das siebte? Das muss das siebte sein. Hier bitte, Kindchen. Vielen Dank. Wie sieht's aus, Kindchen? Möchtest du noch mehr kaufen? Nö. Oh, das war alles. Das hat eine alte Frau sehr glücklich gemacht. Bis nächsten Sonntag. Warte. Ja, doch, 9 Stück. Ich hab jetzt auch nur noch 6.000. Ich hätte doch 50 kaufen können, aber pff. Nö, passt schon. Achso, warte mal, ich muss hier da hoch. Kann ich die eigentlich hier abschmeißen? Tatsache. Eigentlich könnte ich noch zwei Päckchen kaufen, weil ich habe ja immer hier die drei Werkzeuge bzw. die Lose hier. Könnte ich eigentlich noch kaufen.
Vielleicht könnte ich auch jetzt Schluss machen. Ich weiß nicht, ich... Okay. Ich war in keinem Gebäude. Wie zum... Und ich quatsche hier ran. Hey, Clowny. Mein Hund hat sehr lange gesessen. Was ist los mit dir? Weil du? Also, was willst du, weil du? Kann ich helfen? Genau, zur rechten Zeit. Ich... Ah, nee. Da habe ich mich ja schon von gekümmert. Schade, nee. Dann habe ich doch keine Arbeit für dich. Weil du? Ach ja. Bällchen. Ja. Dich. Ja. Es war ein kurzes Intermezzo. Also ein sehr, sehr kurzes. Ein überaus knapp kurzes. Jo. Die Geschäftemacherei war jetzt mal ganz knapp und schmerzlos und die Woche wird dann halt ein bisschen anstrengender mit der Preisabfragerei.